Luigi Molinari knackt Fahrradschlösser. Im Auftrag der Stadt München. Für die Park & Ride GmbH sucht er nach offensichtlich aufgegebenen Radeln. Zuerst kommt eine Banderole dran, eine Aufforderung an die Eigentümer, sich ums Fahrrad zu kümmern. Hängt die nach 4 Wochen immer noch, nehmen es Molinari und sein Kollege mit. Sonst würden Schrotträder die knappen Fahrradständer blockieren. Wenn die Reifen platt sind, wenn mal ein Achter drin ist, wenn der Fahrradkorb vermüllt ist, das sind für uns alles Indizien, wo wir sagen, das könnte ein Radl sein, was nicht mehr genutzt wird und da den Radelständer blockiert. Die Fahrräder werden 2 Monate gelagert. Zeit für mögliche Besitzer, sich zu melden, etwa auf der Internetseite Radl Ramadama. Das passiert aber, so Park & Ride, sehr selten. Mitarbeiter dokumentieren Marke, Farbe und Rahmennummer und melden die der Polizei. Wir haben auch vor kurzem den Fall gehabt, eine junge Dame, die kam über die Polizei zu uns. Und zwar hatten wir das Fahrrad, was gestohlen wurde, wir bei uns wiedergefunden und konnten ihr das erfolgreich zurückgeben. Und sie war total happy, weil dieses Fahrrad einen persönlichen Wert für sie hatte. Das war das erste Fahrrad, was sie sich von ihrem eigenen Geld gekauft hat. Einen Teil der Radl dürfen sich gemeinnützige Organisationen holen und wieder herrichten. Der größere Teil aber ist einfach Schrott. Die Stadt und Park & Ride verdienen nichts daran, sie haben nur den Aufwand fürs Einsammeln. Nicht aus allen alten Fahrrädern kann man wieder was machen, aus manchen aber schon. Josef Müller hat eine Fahrrad-Recycling-Werkstatt in München-Schwabing. Dieses Modell hat ein Nachbar aus dem Keller geholt. Müller schätzt, dass es 30 Jahre alt ist, aber wert, es herzurichten. Hier habe ich jetzt, wie gesagt, ein Markenrad mit vernünftigen Komponenten auch dran, was halt Schaltung, Bremsen und so weiter, hier Kurbel. Das ist alles mal hochwertig und teures Zeug gewesen. Sprich, da kann man auf jeden Fall noch Geld reinstecken. Bremsbeläge und Bremszüge auswechseln, Tretlager und Kette erneuern. Das ist das Übliche, was Müller an seinen Rädern macht. Manche kauft er an, andere bekommt er geschenkt. Seine Kunden sind Menschen, die ihr Radl auch mal draußen stehen lassen, oder Studenten. Alle, für die es nicht das super teure Fahrrad sein muss, sondern einfach eins, das fährt.